Ja, hallo, Freunde der Sonne und der Sterne. Schönen guten Abend. Mein Name ist Gesa Bertrang und ich bin Astrophysikerin am Institut, Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Und ich freue mich wirklich, dass Sie sich und ihr euch dafür interessiert und heute eingeschaltet habt. Was wir hier sehen, wir schauen hier durch ein Fenster der Internationalen Raumstation, die alle 90 Minuten einmal um die Erde fliegt. Und ich mag dieses Bild nicht einfach nur, weil es schön aussieht, sondern auch, weil man sich dadurch fragen kann, wie eben aus so kleinen Staubkörnern, wie die diesen Dreck auf der Scheibe hinterlassen, Planeten wie die Erde wachsen. So, wie kann das sein? Und es stellt sich raus, dass die Reise zu der Antwort dieser Frage mit der Sonne beginnt. Jetzt sehen wir hier die Sonne, wie wir sie immer sehen. Blendend hell. Aber wenn die Sonne uns mal nicht blendet, dann sieht sie tatsächlich so aus. Ein großer Ball aus heißem Gas, wo sich hin blubbert. Die Sonne existiert seit 4,6 Milliarden Jahren. Um jetzt zu verstehen, wie aus diesen winzigen Staubkörnern Planeten wachsen, müssen wir die Zeit aber zurückdrehen, um zum Anfang, zur Entstehung der Sonne gehen. Das kann ich jetzt in diesem Video ganz einfach machen. Tatsächlich können wir das halt nicht tun. Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Und wir können auch leider keinen Planeten in Laboren züchten. Dafür sind die Labore nicht groß genug. Aber das müssen wir auch gar nicht. Denn wir haben jedes Mal, wenn wir in den Sternenhimmel schauen, aber Tausende von Experimenten am Laufen. Wir müssen einfach nur hinschauen. Um euch ein bisschen Orientierung zu geben an diesem Sternhimmel, vielleicht habt ihr das schon entdeckt, hier die drei hellen Sterne, der Gürtel des Orion, dann haben wir hier darunter das Schwert des Orion und dann darüber und darunter die vier Sterne, das sind die Schultern bzw. die Knie des Orion. Und ich habe jetzt gerade gesagt, dass das alles Sterne sind und das ist fast richtig, nicht ganz, denn das hier, das ist gar kein Stern. Das ist eine Sternentstehungsregion. Das ist also eine Region, in der Sterne entstehen. Und wenn man nicht mit unseren bloßen Augen schaut, sondern mit einem der größten Teleskope, die wir auf diesem Planeten haben, dem Very Large Telescope, das im Norden von Chile steht, ein Spiegel mit 8 Metern Durchmesser, dann sieht das Ganze so aus. Eine wunderschöne Wolke aus Gas und aus Staub. Und in diesen Wolken entstehen Sterne. Was hier passiert ist, dass wir eben im All dieses Gas und das Staub haben. Und dann haben wir eine Supernova-Explosion hier, eine andere Schockwelle da. Und dann im Laufe der Zeit immer mehr das Gas und das Staub komprimiert auf ein Raumvolumen, dass wir dann kompakte Wolken aus dem Gas und dem Staub erhalten. Manchmal sehen die aus wie Raupen, wie hier. Muss aber nicht unbedingt so sein. Und diese Wolken werden immer kompakter durch eben diese äußeren Schocks und Drifts, die es gibt, sodass wir auf einem Raumvolumen irgendwann so viel Material haben, dass das Gas und das Staub anfängt, die eigene Schwerkraft zu spüren. Und was dann passiert, zeige ich euch jetzt in einer Simulation. Wir haben hier eine Wolke, die gerade an diesem Limit ist. Wir nennen das das Jeans-Limit. Das ist eben die Masse, ab der die Wolke die eigene Schwerkraft spürt. Und das ist im Grunde der Moment, in dem wir sagen, unsere Uhr geht los. Das ist das Jahr Null. Dann, jetzt beginnt die Wolke die eigene Schwerkraft zu spüren. Alles strömt auf das Zentrum zu und im Zentrum gehen Druck und Temperatur nach oben. Und es war so weit nach oben, dass zwei Wasserstoffatome zu einem Helium fusionieren. Das ist Kernfusion. Und wenn das passiert, in dem Moment ist der neue Stern entstanden. Und wir sehen hier schon ein paar dieser jungen neuen Sterne. Was wir hier auch sehen, ist, dass das Material der Wolke sich um die Sterne herum ansammelt in Scheiben. Das liegt am Drehimpuls. Das ist das gleiche Prinzip, warum sie auf dem Fahrrad sitzen bleiben. Und wenn das passiert, das heißt, wenn die Wolke schon kaum noch da ist, sondern sich das Material in Sternen und den Scheiben gesammelt hat, dann sind wir ungefähr bei 1 Million Jahre.
Und diese Scheiben, die können wir beobachten. Und das ist tatsächlich die Art von Objekt, auf die meine Forschung fokussiert ist, die sogenannten protoplanetaren Scheiben. Das hier sind echte Beobachtungen, wieder mit dem Very Large Telescope, diesen 8-Meter-Spiegel im Norden Chiles. Und diese Scheiben sind erstmal wunderschön. Sie sind in diesem Zustand für etwa 1 bis 10 Millionen Jahren. Das ist ein Klacks, das ist absolut gar nichts, wenn ihr euch daran erinnert, dass die Sonne jetzt schon 4,6 Milliarden Jahre alt ist. Wir sehen hier ganz viele Strukturen, Ringe, Lücken. Aber ich möchte vor allem auf diese Blobs oben links jetzt eure Aufmerksamkeit lenken. Denn diese Blobs sind es, die besonders interessant sind. Diese Blobs, die sind zu hell, weil dort besonders viele Staubkörner auf engem Raum sind. Und das ist der Ort, an dem kleine Staubkörner zu größeren Objekten wachsen. Jetzt können wir nicht in diese Scheibe reinspringen und uns das genau anschauen. Deswegen habe ich euch ein Video mitgebracht. Das ist von dem IMA-Observatorium gemacht. Und was wir jetzt machen, ist, wir fliegen in so einen Blob hinein. Hier sind wir in der Mittelebene. Wir sehen hier noch dieses diffuse Gas und Staub und diese größeren Staubteilchen schon. Und was hier passiert, wie ich gerade gesagt habe, der Staub ist sehr eng aneinander. Und das erlaubt dem Staub, den kleinen Teilchen, zu kollidieren und dann aneinander kleben zu bleiben, stecken zu bleiben. Und dann auf diese Weise größere Staubteilchen zu formen. Und so wachsen wir dann von Nanometerteilchen über Mikrometer, Millimeter, über Zentimeter. Und das ist das, was wir so Staub nennen. Und das geht dann aber auch weiter, das hört nicht auf. Und dann kommen wir auf Objekte, die sind schon Kilometer groß, einige Kilometer groß, die sogenannten Planetesimale. Und dann weiterhin irgendwann zu Objekten, die sehr massereich sind, rund Planeten. Jetzt gibt es da noch viele Aspekte, diesen Prozess von Nanometer-Staubteilchen hin zu Planeten nicht ganz verstanden sind. Zum Beispiel, unter welchen Umständen bleiben diese zwei Staubteilchen wirklich aneinander kleben und wann zerstören sie sich und zerfallen in kleinere Teilchen? Das ist wirklich noch nicht ganz verstanden. Wenn ihr euch dafür interessiert, fangt an, Astrophysik zu studieren. Das ist wirklich spannende Rätsel zu lösen. Aber auch ohne diese Fragen schon vollends verstanden zu haben, wissen wir, dass es funktioniert. Wir wissen, dass sich Planeten aus Staubkörnern ungefähr auf diese Art bilden, denn wir sitzen auf einem. Aber wenn wir jetzt zurück auf die Scheiben gehen und uns die anschauen, ist dann die Frage, ja, aber wo sind sie denn? Wir sehen hier diese Blobs, wir sehen die Ringe, aber wir sehen keine Planeten. Nun ist es so, dass diese Strukturen, die wir in den Scheiben sehen, indirekte Hinweise sind auf die Planeten. Es ist sozusagen ihre Fußspuren, wie Fußspuren im Sand. Wir sehen nicht die Personen, die da längs gegangen sind, aber wir sehen deren Fußspuren und wissen, aha, da war was. Jetzt ist es allerdings auch so, dass es auch noch andere Effekte sein können. Aber wie Planeten das machen, das zeige ich euch hier. Wir haben hier eine Scheibe und dort ist gerade ein Planet entstanden. Dieser Planet dreht jetzt seine Bahn um diesen jungen Stern herum. Und während der Planet durch diese Scheibe aus Gas und Staub sich bewegt, frisst er dieses Material, das Gas und Staub, auf, wächst dadurch weiter und leert das Material, die Scheibe, auf seinem Orbit und hinterlässt dadurch diese Ringstrukturen, die wir in den Scheiben sehen. Simulationen sind sehr, sehr wichtig, um unsere Beobachtungen zu verstehen. Denn die Beobachtungen, die wir tun, sind eben wichtig. Das sind unsere Experimente, die wir auf der Erde nicht durchführen können. Aber letztlich ist das immer ein Bild, eine zweidimensionale Projektion von einem dreidimensionalen Objekt. Das wir versuchen müssen zu verstehen. Und es ist gerade
das, woran auch ich persönlich arbeite, eben diese Beobachtungen und die Theorie zusammenzubringen. Und mein Team und ich konnten so zum Beispiel in dieser Scheibe mit Hilfe von Beobachtung und Simulation sagen, dass die Scheibe höchstwahrscheinlich von 3 Gasplaneten geformt wird. Warum sage ich höchstwahrscheinlich? Wir sehen ja keine Planeten. Wir sehen nur die Fußspuren der Planeten. Es könnte unter Umständen vielleicht auch noch andere Effekte sein, die dort eine Rolle mitspielen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber geringer. Nichtsdestotrotz wäre das schöner, würden wir nicht nur diese indirekten Nachweise von jungen Planeten haben, sondern tatsächlich die jungen Planeten sehen. Und das war ganz lange gar nicht möglich. Bis vor mittlerweile nicht mehr ganz so kurzem, 2018, die Gruppe um Miriam Kepler, eine Doktorandin hier am Max-Planck-Institut in Heidelberg, nicht mehr lang, morgen verteidigt sie ihre Doktorarbeit. Sie hat einen Blob gefunden, diesen Blob in der Scheibe namens PDS-70, das ist irgendeine Telefonnummer. Und das ist der wohl mit Abstand schönste Blob, den man sich vorstellen kann, wenn man an so Dingen wie protoplanetaren Scheiben forscht. Denn dieser Blob, das konnte Miriam Kepler zeigen, ist tatsächlich ein junger Planet, ein junger Jupiter. Genau genommen ist dieser Planet etwa 5 bis 9 Mal so schwer wie Jupiter. Sein Orbit, das heißt sein Abstand zu seinem Zentralstern, ist ungefähr 22 astronomische Einheiten. Eine astronomische Einheit, das ist der mittlere Abstand zwischen Sonne und Erde. Das heißt, dieser Planet ist etwa 22 Mal weiter entfernt, als die Erde es von der Sonne ist. Und sein Stern ist auch etwas weniger massereich, etwas leichter und dadurch auch etwas kühler als die Sonne. Und deswegen ist es gar nicht überraschend, dass das hier ein Jupiter-ähnlicher Planet ist, also ein Gasplanet. Warum das so ist, das möchte ich euch hier zeigen. Ein Stern, so wie unser Zentralstern, die Sonne, das ist die Heizung eines jeden Sternsystems. Das ist wirklich die Wärmequelle eines Sternsystems. Und wie das so ist, je weiter man sich von dieser Wärmequelle entfernt, desto kälter wird es. Das bedeutet, die Planeten, die sehr nah an dem Stern sind, bewegen sich in einem Abstand, in dem zum Beispiel Wasser nur in Gasform existieren kann, weil es zu heiß ist. Bei Wasser wäre das dann eben über 100 Grad Celsius. Wenn man etwas weiter rausgeht, dann kühlt es ab, sodass Wasser flüssig sein kann. Und wenn man noch weiter rausgeht, dann ist Wasser schon gar nicht mehr flüssig, dann gefriert es. Und das ist dann nicht nur mit Wasser so, sondern auch mit anderen Molekülen, zum Beispiel wie Kohlenmonoxid, so CO. Das kann so sein. Und wenn das Gas gefroren ist, dann ist es tatsächlich auch möglich, dieses Gas auf Planeten zu binden und dann diese Gasriesen zu bilden. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie das bei uns im Sonnensystem aussieht, da haben wir eben unseren Zentralstern, die Sonne. Dann haben wir den Merkur und die Venus, sehr, sehr nah dran. Merkur ist sehr trocken. Dann haben wir die Erde und den Mars. Dann haben wir Jupiter und Saturn weiter draußen, sowie Uranus und Neptun. Und hier sehen wir genau das, was ich eben in diesem Bild erklärt habe. Hier innen drin die Gesteinsplaneten und weiter außen, da wo es kalt ist, haben wir die Gasriesen. Und ja, in diesem Bereich, den ich hier blau markiert habe, das ist so der Bereich in unserem Sonnensystem, in dem die Temperaturen gerade richtig sind dafür, dass Wasser flüssig ist. Es ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Und das ist gerade da, wo sich die Erde befindet. Und ich würde sagen, da haben wir Glück gehabt. Wenn wir jetzt weitergehen, oder noch eine kurze, ich möchte noch hinzufügen, also das ist jetzt der Zustand von heute.
Die Sonne ist 4,6 Milliarden Jahre alt. Also 4,6 Milliarden Jahre her, dass für die Sonne zum ersten Mal zwei Wasserstoffatome zu einem Heliumatom fusioniert sind. Und seitdem macht die Sonne nichts anderes. Zwei Wasserstoff zu einem Helium, Helium zu Lithium, Lithium zu Natrium und das Periodensystem runter bis zu Eisen. Und das macht sie so effizient, dass pro Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff, dafür steht das H, in 560 Millionen Tonnen Helium verwandelt werden, fusioniert werden. Wer jetzt aufgepasst hat, sieht, da fehlen 4 Millionen Tonnen. Ja, die Sonne wird jede Sekunde etwa 4 Millionen Tonnen leichter. Es liegt daran, dass zwei Wasserstoffatome schwerer sind als ein Heliumatom. Diese Masse, die da weggeht, die wird eben als Strahlung abgestrahlt und die wärmt uns. Das bedeutet aber auch, dass eben die Sonne im Laufe der Zeit immer leichter wird und immer leichter, immer weniger Masse hat und dadurch ihre Schwerkraft, ihre Gravitation immer schwächer wird. Und jetzt möchte ich die Zeit weiter in die Zukunft drehen. Wir gehen jetzt 1 Milliarde Jahre in die Zukunft, wenn die Sonne 5,6 Milliarden Jahre alt sind. Und ich möchte vor allem auf die Erde schauen, deswegen habe ich sie jetzt vergrößert dargestellt. So, die Sonne hat jetzt die ganze Zeit nichts anderes gemacht, als eben Wasserstoff zu Helium, Helium zu Lithium und so weiter und so fort zu verwandeln und hat dabei kontinuierlich abgenommen. Und jetzt kommt es zu einem Punkt, an dem sich das bemerkbar macht. Und zwar, die Sonne ist nicht mehr in der Lage, nicht mehr so gut in der Lage, das Gas, aus dem sie besteht, auf ihr Zentrum zu konzentrieren. Und sie wird sich etwas ausweiten. Das sorgt dann dafür, dass die Temperaturen sich wieder etwas ändern. Die Sonne wird etwas größer und dann rutscht die Erde in einen Bereich, in dem Wasser nicht mehr flüssig ist, sondern verdampft. Das heißt, in 1 Milliarde Jahre ungefähr wird es kein flüssiges Wasser mehr auf der Erde geben. Und die Sonne hört dann nicht einfach auf. Sie verwandelt weiterhin Wasserstoff zu Helium, Helium, Lithium und so weiter und verliert weiterhin Masse, sodass in etwa 6 Milliarden Jahren, in einem Alter von 10 Milliarden Jahren, die Sonne eine Größe erreichen wird, die 250 Mal größer ist wie heute. Dabei wird sie Merkur und Venus verschlucken und ungefähr bis zur Umlaufbahn von der Erde reichen. Das kommt ein bisschen auf die Details an, ob die Erde verschluckt wird oder nicht. Aber so richtig interessant ist das für uns dann auch nicht mehr. Nicht nur, weil es 6 Millionen Jahre in die Zukunft ist. Es wird auch wirklich heiß. Es wird so heiß, so weit draußen im Sonnensystem, dass der Ort, an dem Wasser flüssig wird oder flüssig sein kann, sich auf die Position von Saturn verschiebt. Und das ist wirklich sehr spannend, denn Saturn hat einige Monde, auf denen wir heute wissen, dass es Wassereis gibt. Da haben wir die ganze Frage von Leben auf anderen Planeten oder auch Monden. Und ja, es ist sehr, sehr spannend. Diese Phase des roten Riesens, so nennt man es, wenn die Sterne so groß werden, die ist nicht sehr lang, nur etwa 1 Milliarde Jahre. Und in dieser Zeit verliert die Sonne immer weiter an Masse, sodass der Kern der Sonne die Hülle irgendwann nicht mehr halten kann. Und nach etwa 1 Milliarde Jahre gleitet oder driftet die Hülle dann ins All davon. Und übrig bleibt ein weißer Zwerg. Das ist der Kern der Sonne zu dem Zeitpunkt. Und dieser weiße Zwerg, der ist sehr klein und sehr schwer. Ein Teelöffel weißer Zwerg liegt ungefähr so viel wie ein Elefant. Dieser weiße Zwerg ist aber nicht mehr so schwer und hat nicht mehr die gleiche Schwerkraft, wie die Sonne einst hatte. Das bedeutet, dass auch die Planeten nicht mehr so eng an die Sonne gebunden werden oder jetzt dem weißen Zwerg, sondern weiter nach außen driften. Wie weit? Es kommt wieder auf die Details an, wie schwer der weiße Zwerg dann tatsächlich ist. Ja, und der weiße Zwerg selbst, da passiert dann nicht mehr viel. Der kühlt jetzt im Laufe der Zeit aus. Erst ist er weiß, weil er noch so heiß ist. Und dann
Das tut mir jetzt leid. Und dann, eigentlich sollte hier ein Video spielen, aber das tut es gerade nicht. Nun ja, das passiert. Also der weiße Zwerg ist jetzt heiß und im Laufe von Milliarden von Jahren kühlt er ab und dann wird er gelb und rot und irgendwann strahlt er gar nicht mehr. Und so wie Sterne entstehen, geboren werden, kann Sterne auch sterben. Das ist aber gar nicht das Ende der Geschichte. Das wäre auch ein bisschen traurig. Wir hatten ja, das hatte ich erwähnt, am Ende der roten Riesenphase, die Hülle, die abgestoßen wurde und ins All driftet. Und diese Hülle, die hattet ihr gerade schon gesehen, die sieht wunderschön aus. Wir nennen diese Hüllen oder Nebel, planetare Nebel. Das hier ist der Katzenaugennebel. Und wenn ihr genau hinschaut, in der Mitte, ich habe euch den Pfeil mal gesetzt, da sieht man noch den weißen Zwerg, der diese Hülle einst abgestoßen hat. Und diese Hülle enthält alle Elemente, die der Stern jemals erzeugt hat. Das ist alles im Periodensystem bis zu Eisen. Und das driftet jetzt im All herum. Das Gas und das Staub. Und dann gibt es wieder eine Supernova-Explosion hier, eine Schockwelle da. Und im Laufe der Zeit wird das Gas und der Staub wieder zusammengesammelt auf einen Flecken und komprimiert in eine Wolke, die dann irgendwann diese kritische Masse erreicht, indem sie ihre eigene Schwerkraft spürt. Und der Prozess einer neuen Generation von Sternen und Planeten beginnt. Ihr seht also, Sterne und auch Planeten sind gar nichts Besonderes. Jetzt hat die Frage, wir sehen die Sterne ja mit bloßem Auge und wie sieht das mit den Planeten aus? Dafür habe ich euch eine sogenannte All-Sky-Map mitgebracht. Man sieht da gesamten von der Erde aus sichtbaren Himmel, Nord- und Südhalbkugel. Und dieses helle Band, das ist die Milchstraße. Und was ihr jetzt seht, die Kringel, das sind alles Planeten um andere Sterne herum, sogenannte Exoplaneten. Wir haben davon über 4000 schon gefunden, mit verschiedenen Techniken. Und was ihr da oben seht, links, das sieht so aus, dass es, als gäbe es dort besonders viele Exoplaneten. Es ist tatsächlich so, dass es dort sehr viele gibt. Und wir wissen das, weil wir mit dem Weltraumteleskop Kepler dort besonders lange hingeschaut haben. Das ist jetzt aber keine Region, die jetzt in einer anderen Weise besonders ist. Dementsprechend kann man sagen, wenn man woanders besonders lange hinschaut, wird man auch dort viel mehr Planeten entdecken. Wir gehen davon aus, dass jeder zweite Stern Planeten um sich hat. Es ist dann wieder interessant, wenn man sich überlegt, okay, wenn wir so viele Planeten haben, so viele Sterne, wie wahrscheinlich ist es dann, dass Leben nur auf der Erde entstanden ist? Und das ist ein aktives Forschungsfeld, mit dem auch ich so ein bisschen mit rumspiele. Wenn ihr jetzt das nächste Mal an den Himmel schaut und Sterne seht statt Wolken, dann werdet ihr ungefähr das hier sehen. Ein bisschen zur Orientierung. Hier oben, da haben wir den großen und den kleinen Wagen, also den Hinterteil vom Ursa Major und Ursa Minor, den großen und kleinen Bären. Dann sehen wir hier Cassiopeia, das Himmelsweh, das kennen auch viele bestimmt. Und ich möchte euch noch ein ganz besonderes System, einen ganz besonderen Stern zeigen. Der ist hier im Sternbild Pegasus und hat den Namen HR8799, wieder so eine Katalogtelefonnummer. Und ihr seht den Stern selbst gar nicht. Was man da gemacht hat, das ist mit dem Keck-Teleskop auf Hawaii beobachtet worden, über 7 Jahre hinweg, um nicht von dem Stern geblendet zu werden. Und was Ähnliches gemacht, wie wenn wir die Sonne sehen wollen oder etwas nahe bei der Sonne sehen wollen. Wir haben so den Finger drüber gehalten mit einem Koronographen. Und das ist diese schwarze Scheibe im Zentrum. Und dann hat man diese 4 hellen Blobs gesehen, die sich um den Stern bewegen. Und diese 4 hellen Blobs, das sind Gasplaneten. Das sind Gasplaneten und wir sehen, wie sie um ihren Zentralstern herum rotieren.
Jetzt ist HR 8799 etwas schwerer als die Sonne. Und deswegen sprechen wir von diesem Sternsystem als ein Cousin unseres Sonnensystems. Und es ist sehr, sehr spannend, diese Art von System zu beobachten, denn dadurch, dass sie ein bisschen schwerer sind, ein bisschen massereicher, sind sie einfacher zu beobachten als sonnenähnliche Sterne. Und wir können sehr viel darüber lernen, über unser eigenes Sonnensystem darüber lernen. Das ist diese Art von ausgelagertem Laborexperiment, von dem ich anfangs gesprochen habe. Und komme jetzt schon Richtung Ende der Reise von dem Beginn dieser diffusen Wolke, die sich dann Stück für Stück durch Schockwellen verdichtet hat, bis sie die Grenzmasse überschritten hat, kollabiert ist, sich die ersten Wasserstoffmoleküle zu einem Helium fusioniert haben, damit der Stern entstanden ist und den Stern sich die Scheibe bildet, sich in der Scheibe die Planetenform von kleinen zu immer größeren Teilchen, sich daraus dann die Scheibe irgendwann diffus verschwindet, dann das ausgewachsene Sternsystem, wie das Sonnensystem, ist auch nur ein Sternsystem eben mit uns drin, ausbildet bis hin zum Ende des Sterns, der auch gleich einen Anfang einer neuen Sternengeneration darstellt. Und diese neue Sternengeneration, die ist ein bisschen anders als die vorhergehende. Denn der Stern, der hat ja diese Kernfusion durchgeführt. Der hat Wasserstoff in Helium, Helium in Lithium, in Lithium in Natrium und so weiter und so fort umgewandelt. Das heißt, in der Wolke, aus der die Sonne entstanden ist, gab es weniger dieser schwereren Elemente als in der Wolke, die aus dem planetaren Nebel der Sonne entstehen wird. Und das bedeutet dann eben, dass diese neue Art von Stern mit einer reicheren chemischen Zusammensetzung geformt wird. Und das Gleiche gilt für die Planeten um diese neue Generation von Sternen. Und das finde ich sehr spannend, wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, was das bedeuten kann. Damit möchte ich mich sehr für eure Aufmerksamkeit bedanken und beantworte jetzt gern eure Fragen. Ich habe die erste jetzt schon bekommen. Ich lese die jetzt immer laut vor und beantworte sie dann. So, die erste Frage ist, ab welcher Größe beginnt der Planetenbildung, bei der Planetenbildung die Gravitation eine Rolle zu spielen? Das ist eine gute Frage. Für gewöhnlich geht man davon aus, dass das in kilometergroßen Teilchen, also in den Planetesimalen, dann langsam anfängt und der Körper sein eigenes Gravitationsfeld so wirklich dominiert, wenn er dann eben eine einigermaßen kugelförmige Struktur hat. Dann spricht man vom Planet. Es gibt ja vielleicht noch, falls einige von euch das kennen, die Zwergplaneten, die haben weniger Masse, wie zum Beispiel Pluto. Und Pluto hat einen Mond und die sind so massearm, dass Pluto nicht genug Schwerkraft besitzt, um tatsächlich dieses System Pluto und Charon der Mond zu dominieren. Deswegen spricht man dann von Zwergplanet. Zweite Frage ist, Simulationen sind doch nur Modelle, nicht die Realität. Wie stellt man sicher, dass Simulationen tatsächlich realistisch sind? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und das ist auch tatsächlich immer etwas, auf das man achten muss. Es ist so, dass die Realität so komplex ist, dass wir noch keine Rechenleistung haben, um wirklich alle Aspekte zu berücksichtigen. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, welche Elemente von einem System tatsächlich wichtig sind. Was sind die ausschlaggebenden physikalischen Effekte oder Größen, die wir berücksichtigen müssen?
Und da fängt man tatsächlich erstmal ganz einfach an. Manchmal ein bisschen spöttisch die sphärische Kuh, die kugelförmige Kuh im All ohne Gravitation genannt. Das ist ein bisschen wie ihr hier in der Simulation um rechts seht. Man hat keine filigrane Wolke, noch keine, die aussieht wie eine Raupe, sondern eine Kugel. Und um dieses Prinzip von dem Kollaps zu verstehen, reicht das auch aus. Und dann peu à peu schaltet man mehr physikalische Faktoren hinzu. Magnetfelder oder kompliziertere Dichteverteilungen am Anfang. Und so lernen wir eben Schritt für Schritt, was wichtig ist und was nicht. Zur dritten Frage. Bei der Entstehung des planetarischen Nebels hieß es, sich erhitzen. Um wie viel Grad? Gut, das ist jetzt ich weiß jetzt gerade nicht genau, in welchem Zusammenhang ich jetzt sich erhitzen gesagt habe. Deswegen kann ich diese Frage auch nicht beantworten. Vielleicht gehen wir zur nächsten Frage. Welche Kräfte sind für die Konzentration der Staubwolke relevant, bevor die Gravitation wirksam werden kann? Spielt eventuell auch Elektrostatik eine Rolle? Elektrostatik, jein, vieles davon ist tatsächlich neutraler Wasserstoff. Da spielt Elektrostatik dann eine eher untergeordnete Rolle. Es ist außerdem so, dass bevor Gravitation oder Eigengravitation, Selbstgravitation, das ist, wenn die eigene Schwerkraft gespürt wird, eine Rolle spielt, die Dichten wirklich so gering sind, das heißt die Teilchen so weit voneinander, dass das so an sich noch keine signifikante Rolle spielt. Die fünfte Frage haben wir, hat der zwischenzeitliche Massenverlust der Sonne Auswirkungen auf die Planetenbahnen? Ja. Hat er. Denn ist tatsächlich auch nicht nur zwischenzeitlich, das geht wirklich so kontinuierlich. Eben etwa 4 Millionen Tonnen pro Sekunde, was in der Sonne gesprochen halt nicht viel ist. Die Schwerkraft, die Gravitation, hängt von der Masse ab. Und je kleiner die Masse ist, desto weniger Gravitationskraft. Der Grund, weshalb die Planeten um die Sonne kreisen, ist eben, weil die Sonne das massereichste Objekt in der ganzen Umgebung ist. Sie dominiert das Gravitationsfeld. Schrumpft die Masse der Sonne, schrumpft eben auch ihre Gravitationskraft und die Planeten werden stabil um die Sonne kreisen. Sie ist ja weiterhin das massereichste Objekt, aber auf weiter entfernten, auf größeren Orbits. Die sechste Frage, wurden die Geschwindigkeiten der protoplanetaren Scheiben gemessen und eventuell auch die Relativgeschwindigkeiten der Partikel zueinander? Das ist etwas, was wir wirklich versuchen. Wir wollen schauen, und wir wissen auch gerade, wir sind zu einem Punkt, an dem wir nicht sicher sind, ob wir das mit den bisherigen Methoden wirklich können. Wir wollen gerne wissen, wie das mit Turbulenzen in Scheiben aussieht. Sie kennen das, wenn Sie mal oder ihr am Strand wart und die Wellen brechen und dann schäumt es und es bilden sich ganz viele Wirbel. Oder auch wenn Sie an die großen Ozeane denken, da haben wir diese großen Ströme, die auch von kleineren Strömen getrieben werden. Und das ist prinzipiell dieselbe Art von Gleichung, die dort, physikalische Gleichung, die dort gilt, wie auch in Scheiben. Und das hat einen Einfluss darauf, ob und wie sich diese Staubkörner in diesen Blobs sammeln, in diesen Staubfallen und dann zu Planeten wachsen oder nicht. Bislang, es gibt 3 Messungen in Scheiben und die zeigen, dass diese Relativgeschwindigkeiten von den Partikeln, die Wirbel sehr oder die Turbulenzen sehr gering sind, aber das kann eine Messmethode sein. Es kann sein, dass wir nicht die tatsächliche Turbulenz messen. Die siebte Frage. Gibt es Theorien, wie viele Protoplaneten bzw. Planeten in der Entstehungsphase eines Sonnensystems herausgeschleudert werden? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das passiert, davon gehen wir aus.
Denn wenn eben die Staubteilchen von Millimeterteilchen oder Nanometerteilchen, Millimeterteilchen zu Planetesimalen wachsen, dann ist das nicht unbedingt gegeben, dass diese kilometergroßen Teilchen oder auch metergroßen Teilchen wirklich immer aneinander kleben bleiben und zu Planeten wachsen. Es kann sein, dass ein Objekt eben in den gravitativen Einfluss von eines anderes kommt und dadurch eben rausgekickt wird. Und da gibt es einen ganzen Teil der Forschung um die Planetenentstehung, die sich nur damit beschäftigen, eben mit der Dynamik in diesen bildenden Planetensystemen. Und es ist tatsächlich etwas, was auch ich persönlich, aber dann Kollegen von mir in Kollaboration beachten, wenn wir versuchen, diese Beobachtungen zu analysieren. Sind wir bei Frage 8? Die Frage ist, warum vergrößert sich der Stern am Ende seines Lebens? Das liegt daran, dass der Stern, oder nehmen wir die Sonne. Die Sonne hat jetzt eine Größe, und die Größe ist das Ergebnis eines Kräftegleichgewichts. Nämlich zum einen haben wir die Gravitation und die Gravitationskraft der Sonne aufgrund ihrer Masse. Und die wirkt nach innen. Aber gleichzeitig produziert die Masse eben die Energie, das Licht, eben durch diese Fusion. Und das Licht strömt nach außen. Und dann gibt es eben den Druck, den es aufgrund der Gravitation nach innen gibt. Und demgegenüber steht der Photonendruck, der Lichtdruck, nach außen. Und die Größe der Sonne ist dadurch, ist genau da, wo sich beides die Waage hält, dieser Gleichgewichtszustand. Nun, wenn die Sonne weiterhin Masse verliert, dann schrumpft ihre Gravitationskraft, ihre Schwerkraft. Und das heißt, dass der Druck, der nach innen gegen diesen Strahlungsdruck wirkt, der wird immer kleiner. Und dann drückt der Strahlungsdruck, der immer noch existiert, weiter nach außen. Und dadurch dehnt sich die Sonne aus und wird größer. Frage 9. Stimmt es, dass Jupiter und Saturn bei der Entstehung unseres Sonnensystems nach innen und wieder nach außen gewandert sind? Wir wissen nichts mit hundertprozentiger Sicherheit, aber das ist derzeitige Annahme von unserem Verständnis vom Wachstum von Planeten, dass die Gasplaneten eben außen in dem Bereich, in dem das Gas gefriert, gebildet werden und dann eben aufgrund dieser Bewegung von den Körpern innerhalb dieses Gravitationssystems von Sternen und all den anderen Körpern tatsächlich nach innen wandern und dann wieder ein Stückchen nach außen wandern. Ja. Gut, damit habe ich anscheinend all eure Fragen beantwortet. Das freut mich sehr. Und ich möchte mich nochmal bedanken. Und falls ihr wissen wollt, wie man jetzt Exoplaneten findet, dann kann ich euch empfehlen, am Donnerstag wieder einzuschalten, zur selben Zeit. Da wird meine Kollegin Sabine Reffert euch etwas über die Suche nach Exoplaneten erzählen. Und um Sabines Vortrag nicht zu verpassen und auch all die anschließenden nicht, abonniert einfach diesen Kanal. Dann werdet ihr automatisch erinnert. Vielen Dank und einen schönen Abend noch.